Ja, besser sieht's nicht gerade aus, aber wir können auf jeden Fall eine neue Kraft freischalten. Du nahmst mir alles, was du wolltest. Du sollst nichts mehr haben. Nein! Ich habe sie verloren. Vater? Verloren. Von uns gegangen. Ich bin hier. Wir können das aufhalten. Wenn du kommst, uns hilfst, das Land zu heilen. Vater, nein! Na super. Der möchte eine Schachtel Prügel. Oh. Nicht ich, aber... Und du. Alter, Alter. Oh, Backe. Die Finsternis hat ihn. Und jetzt kriegst du erstmal eine ordentliche Packung Handschuh-Action. So, bam, bam. Okay. Nein, zu langsam. So, und nochmal. Verletzt ihn nicht. Danke. Ich meinte auch. So, bam, bam. Oh, gleich hat er. Und nochmal. Bam. Wir wissen nicht, was er tun wird. Was kann er noch tun? So, da haben wir erfolgreich den König in die Flucht geschlagen, aber nicht unbedingt getötet, sondern eher verjagt. Aber auch so wie es auf jeden Fall aussieht, ist er ziemlich besessen. Und wie das halt so ist, wenn man sich auf irgendwas einlässt, dass dann die Finsternis von einem selbst Besitz ergreift und das manchmal auch ziemlich aufs Aussehen zuschlagen kann. Schauen wir mal, was noch unser Held zu erzählen hat. Ich das doch auch ohne diese Placken könnte. Denkt einfach an die Orte, die ihr plündern könntet. Die korrekte Bezeichnung ist Ausgrabung. Ich finde verlorene Schätze wieder. Hätten die Ahura nicht eine Kraft wählen und es dabei belassen können? Das mahnt uns, bescheiden zu sein. Kein Mensch sollte so viel Macht haben. So sagen es die Texte. Ich persönlich glaube, Ormast kannte die Menschen zu gut, um einem Mann so viel Macht zu geben. Das stimmt. Das stimmt, weil ein Mensch mit so viel Macht würde es nur missbrauchen. Wie wollt ihr euer Volk zur Rückkehr bewegen? Die Nachricht verbreiten? Allen sagen, dass Ahriman an einem sicheren Ort ist? Und die Pflicht ruft? Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Und keine Antworten. Nur Hoffnung. Ihr solltet anderen von Ahriman erzählen. Und Hilfe holen. Und wer ist jetzt naiv? Wenn ihr von Ahriman erzählt, werden die Leute ihn aufhalten wollen. Und wie viele kämen, um ihn zu befreien? Um sich seine Gunst zu verdienen? Wir beide können vielleicht das Land vor einem Gott schützen, aber nicht vor der Menschheit. Nicht ganz allein. Das stimmt. Hey, seid ihr wohl auf? Warum hat euer Vater seine Seele an... Hat er nicht! Es ist der Fluch, der ihn zerfrisst. Kann uns das auch passieren? Nicht, solange ich diese Kräfte habe. Oh, Backe. Ihr sagtet, euer Vater habe sich komisch verhalten. Vielleicht hat Ahriman ihn schon früher... Mein Vater ist König der Ahura, ein Anhänger Ormasts. Er hat Ahriman seine Seele nicht verkauft. Unter Druck tun Menschen alles Mögliche. Wir haben gesehen, was euer Vater tat. Sein Urteilsvermögen, sein Verstand sind umnachtet, seit meine Mutter starb. Aber was er tat, tat er nicht für Ahriman. Das ist trotzdem nicht die beste Lösung, gleich die ganze Welt in die pure Verdammnis zu stürzen. Vielleicht wäre es gut, wenn Ahriman euren Vater kontrolliert. Ich meine, verrückt ist verrückt, aber wenn er von Ahriman manipuliert wurde, könnte die Heilung des Landes ihn vielleicht zurückbringen. Vielleicht. Kommt schon, sprecht mit mir. Ich würde lieber einfach weiter. Gut, genug erzählt. Wir können noch eine Kraft freischalten. Damit können wir die fruchtbaren Gebiete in der Stadt des Lichts und im Tal betreten. Wäre jetzt gern, was wär's hier?
Schritt von Oma. Schritt. Also das Rote. Mach mal das Rote als nächstes. Damit kommen wir zu den fruchtbaren Gebieten in der Zitadelle und im Tal. Für meine Seele würde ich einiges mehr verlangen. Ach, hier sieht man es nochmal genau. Ja, genau. Machen wir die 4, dann kommen wir da rüber und ja, dann haben wir schon wieder die nächsten Kräfte. Das machen wir auf jeden Fall. Nur, ich weiß nicht mal, wie... Okay. Bin bereit. Geil. Oh, sehr nice. Tempel, jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Du weißt, worum ich dich bitte. Backe. Hey, nur weil wir es gesehen haben, muss es nicht wahr sein. Die Vision, wie ihr fehlt. Wie Ahriman versucht... Die Visionen sind nicht von Ahriman. Aber sie müssen auch nicht stimmen. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Das war ziemlich krass. Man hat zum Schluss so die Verdammten und Ahriman gesehen. Den Bösen vom Bösen. Und was doch noch ein bisschen mehr geschehen ist mit Elika. Aber ich denke mal, mehr dazu... Wird ja dann sicherlich noch gelüftet, wenn wir die anderen zwei Platten aktivieren. Wir können uns auf jeden Fall hierhin begeben. Teleportieren zwar nicht, aber wir können den Weg weisen. Na los, auf geht's. Auf in neue Gebiete, neue zu befreien. Und ziemlich weit gekommen. Das ist sehr schön. Auf jeden Fall ziemlich krass, was schon alles passiert ist, wenn man sich das mal so überlegt. Gehen wir noch den richtigen Weg? Ja. Gehen wir genau da rein, denke ich mal. Wie tief doch diese Geschichte eigentlich doch schon einem reinzieht, ist eigentlich echt sehr geil. Und wie immer sich noch mehr Möglichkeiten, noch neuere Möglichkeiten in diesem Spiel bieten, ist das einfach der Wahnsinn. Begeistert. Oh, verkackt. Wir müssen weitergehen. Ja. Bin ja dabei. Oh, ja, okay. So klappt's auch. Okay, ich guck mal kurz auf die Map. Genau, rechts haben wir schon. Nein, wir müssen links abbiegen. Aber in das Gebiet. Oh, da ist sogar noch ein Lichtkeim. Perfekt. Oh, Backe. Wie so viel brauchen wir? Wir haben jetzt 185, aber brauchen noch 340 für den nächsten. Aber das ist kein Problem. Super. Da geht's lang. Und weiter hier hoch. Stimmt, Elika noch mitnehmen. Ganz wichtig. Noch ein Lichtkeim, super. Genau, hier lang. Für einen noch weiteren Lichtkeim. Und hier in dieses Gebiet haben wir ja schon erfolgreich geheilt. Super sieht das aus, ganz ehrlich.
Und ziemlich gut, dass ich das auch genommen habe, das Gebiet zu heilen. Denn jetzt kann man die roten Platten aktivieren und die restlichen Lichtkeime, die ich damals in den vorherigen Folgen... Das war ja eigentlich noch unser fast erstes Gebiet, wo wir hier waren. Eigentlich war es unser erstes Gebiet, soweit ich mich jetzt nicht vertue. Zwangshaft versucht, die Lichtkeime einzusammeln, aber die können wir jetzt einsammeln. Und das finde ich steinstark. Dass nicht... Oh, dass nicht ein Gebiet gleich abgeschrieben ist. Jetzt mal ein bisschen mit aufpassen. Hier zu klettern ist etwas schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Da meine ich keinen.